that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a. And if you fear you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu einer Shopping-Folge. Wir möchten Night Bell noch einkleiden. Ich bin jetzt zum Glück wieder gesund. Meine Stimme ist so gut wie normal, würde ich sagen. Ab und zu muss ich ein bisschen husten, also entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich vielleicht ab und zu mal einen Huster drin habe. Aber es ist längst überfällig, dass dieses wunderschöne Pferd endlich eingekleidet werden möchte. Und das werden wir heute tun. So, es ist an der Zeit, endlich ein Set auszusuchen für Night Bell. Ich muss mal gucken, was wir da nehmen, denn ich möchte sehr gerne ein Set haben, das irgendwie zu dem Kleid passt, das ich anhabe. Und ja, zu der Hose sowieso, weil ich die einfach so unglaublich toll finde. Das heißt, vielleicht muss ich mein Outfit auch noch ein bisschen anpassen, dass es auch für den Alltag dann geeignet ist. Zumindest ist so mein Plan. Wir werden jetzt aber erst einmal zum Galopp weitergehen, denn dort gibt es noch ein paar neue Sachen in den Shops und die möchte ich mir nochmal anschauen. Und vielleicht steht das Night Bell ganz gut, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und da sind wir auch schon in der Festung des Galoppierers. Ich habe gesehen, es gibt ein paar neue Sachen, die möchte ich mir sehr gerne anschauen, denn letzte Woche habe ich noch die News gemacht. Ich glaube, diese Woche ist noch ein bisschen was dazugekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe jetzt aber tatsächlich noch gar nicht so sehr bei den News und sowas nachgeschaut, weil ich war ja krank jetzt die letzte Woche und habe gar kein Video gemacht, weil ich halt auch einfach keine Stimme hatte. Und ich weiß gar nicht, was es da noch für Sachen gab. Ich meine, ich habe sie ein bisschen überflogen, aber ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Und deswegen muss ich jetzt mal gucken, was denn hier passen würde. Und ich möchte das wirklich sehr, sehr gerne so kombinieren, dass es auch irgendwie für den Alltag passt. Das finde ich ziemlich wichtig, muss ich sogar sagen. Puh, es würde, oh, das würde vielleicht sogar dazu passen. Ne? Moment, ich muss mal ein bisschen gerade stehen. Okay. Warte, wo habe ich das jetzt? Hier. Oh, jetzt stehe ich natürlich so schön hier im Kerzenschein, dass ich das gar nicht richtig sehen kann. Doch, so geht es einigermaßen. Oh, ich glaube sogar, dass es echt gut passen könnte. Ich habe nicht mehr so viele Starcoins. Also ich muss ein bisschen gucken, dass das alles irgendwie passt. Ich finde auch diese eine Satteldecke sehr, sehr schön hier. Die finde ich so toll, muss ich sagen. Passt jetzt nicht zu meinem Outfit, aber die Decke alleine finde ich schon ziemlich cool. Und ich habe überlegt, ob man diese Decke nicht irgendwie mit den Farben aus dem Purple Pony verbinden könnte. Weil da gibt es auch so einen lila Ton, der irgendwie zu nichts anderes passt. Vielleicht ist das ja der richtige Ton. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mir die vielleicht einfach kaufen. Ich mache es jetzt einfach erstmal. Kann nicht von allen Sachen getragen werden. Egal. Ich will sie einfach nur erstmal haben, damit ich vielleicht für ein nächstes Pferd oder so das benutzen kann. Und ich glaube, ich würde wirklich dieses Zaumzeug hier kaufen. Es soll, wie gesagt, nicht so Halloween-mäßig sein. Und ich glaube, die Satteldecke wäre mir jetzt auch zu viel, Katze. Aber das Zaumzeug passt halt schon gut dazu. Ach, mein Rucksack ist voll. Was? Ernsthaft? Warum ist mein Rucksack voll? Oh mein Gott, ja, ich habe noch das Kleid gekauft und so. Moment. Moment, ich muss mal ganz kurz meinen Rucksack ein kleines bisschen leer machen. Schön, dass das Lager hier ist. Da kann man alles reinschmeißen, was man gerade nicht braucht, wie das hier. Und auch die Satteldecke, die ich eben gerade gekauft habe, würde ich jetzt erstmal da rein tun. Ich habe hier noch eine Satteldecke, da noch ein Sattel. Was habe ich denn überhaupt für Zeug alles dabei? Wo habe ich das her? Boah, ich weiß es nicht mehr. Passt schwarz? Warte mal, vielleicht passt sogar das Schwarze. Genau, das würde ich auch mal wieder wechseln, weil das passt auch zum Kleid eigentlich ganz gut dazu. Und Moment, ich tausche das mal. Halt, was ist das? Ohrringer? Ah, Ohrringer, ja, das machen wir erstmal hier. Ich glaube, ich muss mal eine Seite mit Halloween-Sachen machen. Wäre also auch ziemlich cool. Die Eule brauche ich auf jeden Fall noch. Das Halfter, das ist Lorettas Halfter, passt das zu dir? Na, nee, eher nicht ganz so, würde ich sagen. Dann mache ich das auch mal weg. Okay, was ist das hier noch für ein Sattel?
Sattel der Abenddämmerung? Ist der lila? Schon, ne? Bist du lila? Der ist lila. Wo habe ich den denn her? Der ist irgendwie auch ganz cool. Jetzt nicht unbedingt hier zu dem Pferd, aber insgesamt finde ich den gar nicht schlecht. Handschuh Königsblau, das ist das ganze Blaue, das ist das, was wir bekommen haben. Okay, reicht erstmal. Zumindest ist mein Rucksack jetzt wieder ein bisschen leerer. So, Zaumzeug. Ja, ich glaube, das passt tatsächlich ganz gut. Okay, Schuhe habe ich ja auch recht neu. Wobei, da könnte ich auch die alten Schuhe nochmal anziehen. Ja, das passt schon gut zusammen. So, kaufe ich direkt mal und bitte auch einmal anziehen, damit wir weiter kombinieren können. Okay. Ich würde vielleicht aber einen schwarzen Sattel dazu nehmen. Ich muss mir nur ganz kurz die anderen Sachen angucken. Die Satteltasche würde ich, glaube ich, dazu nehmen. Ich besitze diesen Gegenstand bereits. Echt? Wann habe ich den denn gekauft? Und wo ist er vor allem? Vielleicht kaufe ich mir mehr auch doppelt. Ich muss mal gucken. Weil ich glaube, das wird mir dann doch zu viel, weil es soll ja ein Alltagsoutfit sein. Hier, Sattel der Abenddämmerung. Habe ich tatsächlich schon. Krass. Also manchmal habe ich echt keinen Überblick, was ich habe und was ich nicht habe manchmal. Kennt ihr das? Geht euch das auch manchmal so? Oh, ja. Du willst immer noch mit mir reden? Kein Problem. Wir wollen jetzt aber erstmal shoppen. So. Ich liebe dieses Halfter. Ich muss mal ein bisschen ins Dunkle reiten hier. Ja, ich glaube, das ist schon echt schön. Ich brauche aber noch einen schwarzen Sattel. Okay, mal schauen. Schwarz auf jeden Fall. Sättel in schwarz. Hier, einfach so einer. Wie sind denn die Werte? Sind sogar gut. Passt der zu den Schwarz schon, ne? Was ist mit denen hier? Ah, ich hätte gern auch den. In Orange. Kann sein, dass ich den auch schon habe. Im Besitz anzeigen? Nee, gibt's nicht. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Warte, ich... Doch, den gibt es. Aber das wird mir zu viel Orange tatsächlich. Den habe ich nämlich schon. Den habe ich auf irgendeinem anderen Set, glaube ich. Aber auch der passt sehr... Na, oder? Ist das doch zu glänzig? Der glänzt doch ganz schön, ne? Ich glaube tatsächlich, dass der echt ganz gut war jetzt, den hier. Kann man machen. Satteldecke wäre natürlich eine schwarze dazu auch ganz gut. Oder schwarz-weiß? Nee, schwarz-weiß passt mir überhaupt nicht. Die Orange, ne? Das ist mir zu viel Orange leider. Ich hätte schon gern was Schwarzes. Ah, es ist immer so schwierig. Schwarz, schwarz, schwarz. Schwarz mit einem leichten orangenen Rand. Das wär's. Aber irgendwie sieht das alles ein bisschen komisch aus, oder? Man kommt nur mir das alles so komisch vor. Vielleicht doch noch der Sattel, der geändert werden müsste. Ah, oh, der Sattel ist mir sowas von viel zu groß. Nee. Das ist... Ich will es einfach nur schwarz eigentlich haben. Weil mein Kleid hat schon genug Orange, dass es dann zusammenpasst. So könnte man es machen. Ich bin aber nicht zufrieden. Ich bin wirklich nicht zufrieden. Irgendwie gerade auch die Satteldecke. Was ist das überhaupt für eine Satteldecke hier? Die sieht halt extrem abgeschnitten aus. Ich habe die auch eigentlich. Ja, Dressurdecke, habe ich mir schon gedacht, dass es die ist. Aber nee, irgendwie... Die ist noch ganz schön. Die ist standardmäßig halt immer schön, finde ich. Das könnte man schon mal so machen. Ich finde auch das Orange insgesamt ganz schön viel. Oh, die sind schön. Wobei, wie gesagt, die Gamaschen mag ich irgendwie nicht mehr so wirklich.
Nee, also ich glaube, Gamaschen werde ich auch nicht nehmen. Vielleicht so ein paar Blümchen hier noch. Oh, sind die süß, die Blümchen. Die habe ich schon irgendwo, aber die sind vergeben auf jeden Fall. Die müsste ich mir schon doppelt kaufen. Oh, die sind schön, die Blümchen. Oh, ich glaube, mir gefällt das so. Ich glaube, ja, ich bräuchte andere Schuhe. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Kohle habe, ne? Ich glaube nicht. Ich gucke trotzdem mal. Beine. Warte mal, ein Schwarz. Füße. Boah, nee. Gucken wir doch mal in Schwarz. Ich hätte wirklich auch gerne mal wieder ein paar Stiefel. Ich habe schon seit Ewigkeiten hier keine Stiefel mehr angehabt. Aber wie ich sehe, gefallen mir die auch gar nicht so sehr irgendwie. Puh, die wären noch ganz schön. Die habe ich aber schon irgendwo. Ich hatte doch noch mal welche. Ich habe doch letztens welche ausgesucht, die ich eigentlich ganz cool fand, aber ich habe mich dann für die anderen entschieden. Welche waren denn das? Ach, die hier waren das. Weil die auch einfach nur komplett schwarz sind. Das wäre vielleicht das Outfit. Allerdings weiß ich nicht, ob ich genug Starcoins habe, um das zu kaufen. So, nur Vorschau anzeigen. Das sind 60, 70 Starcoins. Pferdesachen, nur Vorschau anzeigen. Natürlich geht das erstmal vor. Wir kaufen erstmal den hier. Und das hier. Und ja, ich weiß, ich kaufe immer sehr gerne alles doppelt. Aber ich möchte, dass jedes Pferd seine eigenen Sachen hat. Und Kleidung. Nur Vorschau. Warum habe ich über die Handschuhe da drin? Ich will nur die Stiefel. So. Hat noch gereicht. Yay. So. Okay. Einmal das hier. Einmal das hier. Einmal das. Und. Was ist das? Wo sind die Blumen? Ach, die habe ich schon ins Haar gemacht. Okay, alles klar. Dann hätte ich noch eine schwarze Schleife. Kann man natürlich machen, weil das so schwarz-orange ist. Ach, der Sattel. Sag das doch, dass der Sattel fehlt. Sowas. Yay, wir haben ein Outfit. Ich glaub's nicht. Ich muss mal raus. Wir müssen mal zurück nach Jorvik, um das Ganze anzuschauen. Und ich glaube tatsächlich, dass es mir sehr gut gefällt. Hallo, Leute. So, und wir laufen einmal auf meine Styling-Wiese. Weil da bin ich die letzten Male nämlich auch schon hingelaufen. So. Oh, ich liebe die kleine Blume. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt die so gut von der Farbe her. Wisst ihr, was ich noch habe? Ich habe noch orangene Haare. Das sieht jetzt nicht mehr Halloween-mäßig aus, ne? Das finde ich gut. Weil ich möchte, wie gesagt, das auch im Alltag tragen. Mal ganz kurz Abholservice. Ich muss mal eben in meinen Stall rein. Und mal ganz kurz nach den orangenen Haaren schauen, ob das vielleicht dazu passt. Das wäre natürlich auch noch ziemlich toll. So, mal gucken. Voll das Umstyling hier. Okay, da kommen wieder die Geisterpferdis. Candlelight ist auch am Start und wartet auf die Pferde. Lass mich rein. So. Frisuränderung, genau. Denn ich habe... Na, komm schon. Diese Haare, die ich jetzt direkt mal benutzen werde. Und ich glaube, sie passen vor allem auch voll gut zu der Blume. Alles klar. Mir gefällt das so richtig gut, muss ich sagen. Oh Gott, ich glaube, man hört noch, dass ich zwischendurch doch noch ein bisschen erkältet klinge. Ne? Es tut mir sehr, sehr leid. Ich merke nämlich gerade, dass ich immer öfter noch mal schniefen möchte und machen möchte. Also so lange reden ist noch ein bisschen schwierig. So. Stopp. Oh, ich mag die Frisur total gerne. Oh, ich glaube, mir gefällt das gut. Mir gefällt das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, das ist jetzt mein Outfit erstmal bis Weihnachten. Find ich schön. Das muss man nicht unbedingt nur zu Halloween sagen, dieses Katzenkleid. Das kann man auch so einfach tragen. Das ist total toll. Ah, ich bin begeistert. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Outfit auch ein bisschen. Das dürft ihr mir natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Es gab gestern übrigens kein News-Video, weil ich gearbeitet habe bis 21 Uhr.
und danach wirklich keine Lust mehr hatte, noch ein Video zu machen. Deswegen heute ein Kaufvideo, ein Shoppingvideo, weil das schon längst überfällig war und ich mich schon so drauf gefreut habe, eigentlich endlich mal Night Bell hier einzukleiden. Ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.